Die Türkei und der Tabak. Eine traditionsreiche Geschichte. Die osmanischen Sultane brachten den Tabak einst nach Europa. Heute ist der berühmte Turkish Blend am Ende. Dabei rauchen die Türken so viel wie noch nie. Zurück bleiben verzweifelte türkische Bauern und zufriedene Tabakmanager. Morgens um 5 beginnt für Osman Işık Bulanoğlu und seine Frau Zeynep ein langer, arbeitsreicher Tag. Die Tabakpflanzen stehen in voller Blüte, die reifen Blätter müssen gepflückt sein, bevor die heiße Sonne die anstrengende Arbeit vollends zur Qual macht. 20 Hektar Tabak bewirtschaften die Işık Bulanoğlus, die Felder gehören einem Großgrundbesitzer. Die Blätter haben die richtige Größe und Farbe, der Lohn für 6 Monate harte Arbeit. Im April hatten die Işık Bulanoğlus die Setzlinge gepflanzt. Mit dem Tabak sind sie aufgewachsen. Die Ernte verlangt ihnen dennoch jedes Mal viel ab. Es ist manchmal sehr schwer, die Kinder so früh morgens alleine zu Hause zurückzulassen. Sie fürchten sich und ich bekomme ein schlechtes Gewissen. Mit der Arbeit kann ich leben, aber seit der Staat eine Quote eingeführt hat, kommen wir nicht mehr über die Runden. 200 Kilo kann ich nur noch verkaufen. Dieses Jahr ist darum die letzte Ernte. Was bleibt mir anderes übrig? Nicht allein die Işık Bulanoğlus stehen vor dem Ende. Die Tabaksorte mit dem Namen Oriental ist immer weniger gefragt. Hier im kurdisch besiedelten Südosten der Türkei hat der Tabakanbau Tradition wie die Baumwolle, erhielt die Region bislang am Leben. Früher gab es rund um das Dorf Esentepe im September nichts als grüne Tabakfelder. Nur noch einige Parzellen sind übrig geblieben. Nicht mehr konkurrenzfähig sei der südöstliche Türkei-Tabak, heißt es an den Tabakbörsen der Welt. Darum wird im Hof von Osman Işık Bulanoğlu die letzte Ernte verarbeitet. Die ganze Familie muss helfen, die Tabakblätter auf Spieße zu stecken. An Schnüren werden sie später zum Trocknen aufgehängt. Die Finger verkleben dabei vom Teer der Blätter, die messerscharfe Spitze reißt die Haut auf. 7 Kinder haben die Işık Bulanoğlus, doch nur noch die Jüngsten sind zu Hause. Die älteren Geschwister haben dem Tabakanbau längst den Rücken gekehrt. Schauen Sie, meine Söhne sind jetzt zur Haselnussernte am Schwarzen Meer. Dann gehen sie nach Kayseri zum Aprikosenpflücken und danach arbeiten sie auf den Kartoffelfeldern. Ich bete, dass sie wohlbehütet zurückkommen. Ich habe weder Grundstück noch Haus. Wenn der Großgrundbesitzer sagt, ich müsse gehen, wohin soll ich dann? Mit dem Tabak geht es sehr schlecht. Der Staat nimmt mir nur noch 200 Kilo ab. 100 Kilo gehören mir, 100 dem Großgrundbesitzer. Dann zeigt er uns die Abrechnung vom vergangenen Jahr. 135 Millionen türkische Lira hat er für 200 Kilogramm Tabak bekommen, umgerechnet 80 Euro. Früher konnte er dem Staat seine ganze Ernte verkaufen. Doch der internationale Währungsfonds hat das hochverschuldete Land zum Abbau der Subventionen in der Landwirtschaft verdonnert. 40 Cent pro Kilo, mehr wird Işık Bulanoğlu deshalb für seine letzte Ernte nicht bekommen. Es ist nicht nur Osman Işık Bulanoğlus letzte Tabakernte, es naht auch das Ende der staatlichen Tabakmanufaktur Tekel. Sie soll in diesen Wochen verkauft werden. Schon jetzt werden reihenweise Fabriken geschlossen. Einst war Tekel der wirtschaftliche Stolz der jungen türkischen Republik. 1932 gegründet, sollte es dem Staat Einnahmen und die Kontrolle über die einheimischen Ressourcen sichern. Heute ist Tekel ein veraltetes, defizitäres Staatsunternehmen,
aber immer noch eine der 10 größten Tabakmanufakturen der Welt. Durch den Verkauf erhofft sich Ankara einen Erlös von 3 Milliarden Dollar. Seit der Ausschreibung hat unter den multinationalen Tabakkonzernen ein großes Gerangel eingesetzt. Denn mit Teckels Marktanteil von knapp 60% hätten sie die totale Kontrolle über den türkischen Tabakmarkt. Sie wären am Ziel eines Übernahmekampfes angelangt, der an einem Tag des Spätherbstes 1984 begann. Auf dem Istanbuler Flughafen landet ein Vertreter des amerikanischen Zigarettenkonzerns Philip Morris. Sein Name Nicky Hauser. Seine Auftraggeber sind auf der Suche nach neuen Märkten. Hauser zieht nach seinem Türkei-Besuch eine zufriedene Bilanz. Abendessen mit Herrn Öğüt. Die Minister für Landwirtschaft und Gesundheit sind alte Freunde von Herrn Öğüt. Die Zeit, in die Türkei zu gehen, ist also reif und wir sollten keine Zeit verlieren. Meinen Gesprächspartnern sagte ich, dass ich die 5 größten Tabakfirmen repräsentierte. Wir würden Ihnen gerne darlegen, wie wichtig es ist, die Tabakpflanze gegen einen konzertierten weltweiten Angriff zu verteidigen. An den Tabakfeldern der Türkei sind die Multis aber gar nicht so sehr interessiert. In ihren American Blend Zigaretten beträgt der Anteil von türkischem Oriental Tabak höchstens 15%. Der Rest sind amerikanische Tabaksorten wie Virginia oder Burley. Philip Morris interessiert das aufstrebende Schwellenland Türkei als Absatzmarkt. In den USA und in Europa wird das Klima für sie rauer, sie werden von Schadensersatzklagen bedrängt. Die Aussichten in der Türkei dagegen sind verlockend. Die Bevölkerung der Türkei von 60 Millionen wächst jährlich um 2%. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unter 25 Jahren. Doch noch steht ihnen Mitte der 80er Jahre das staatliche Tabak- und Alkoholmonopol in der Türkei im Wege. Die Einfuhr ausländischer Zigaretten ist verboten. Eine Maßnahme zum Wohle der einheimischen Tabakbauern. Denn der Staatskonzern Teckel produziert seine Zigaretten ausschließlich aus einheimischen Tabaksorten. Mustafa Güçlü war Anfang der 90er Jahre Generaldirektor von Teckel. Er vermutet, dass die Multis zunächst mit unsauberen Methoden Fakten geschaffen haben. Seit Mitte der 80er Jahre kamen die geschmuggelten ausländischen Zigarettenmarken in die Türkei. Danach wurde durch eine Gesetzesänderung der Import dieser Zigaretten legalisiert. Dass sich die Zigarettenmultis in der Vergangenheit auch am Schmuggel beteiligt und sich dabei sogar terroristische Organisationen bedient haben, hält die Europäische Union für erwiesen. Vor 2 Jahren hat sie deshalb gegen Reynolds, Philip Morris und andere vor einem amerikanischen Gericht Klage erhoben. In der Türkei stoßen die US-Konzerne beim damaligen Regierungschef und späteren Staatspräsidenten Turgut Özal auf offene Ohren. Özal will die staatlich regulierte Wirtschaft ausländischen Investoren öffnen und lässt dafür das Tabakgesetz ändern. Für einen Einstieg in die Türkei empfiehlt Özal seinen früheren Arbeitgeber, den Sabancı-Konzern, als Joint-Venture-Partner. Philip Morris ist begeistert. Wir entschlossen uns zu einer Zusammenarbeit mit Sabancı wegen dessen exzellenten Verbindungen zur Regierung des verstorbenen Turgut Özal. Das Nachsehen haben fortan die türkischen Bauern und der staatliche Tabakmonopolist. Teckel gerät zunehmend unter Druck. Die ausländischen Tabakkonzerne bekamen aus unserer Sicht damals in Ankara jede erdenkliche Unterstützung. 1992 ist es soweit. In der Nähe der Hafenstadt Izmir eröffnen Philip Morris und Sabancı die erste private Zigarettenfabrik der Türkei. Der Einstieg in den Markt ist geschafft, der Kampf um die Marktanteile beginnt. Und dabei will sich Philip Morris nicht einmal von der Straße aus filmen lassen. Interviews werden abgelehnt. Marlboro startet fulminant. Binnen weniger Jahre erobert Philip Morris 20% Marktanteil. Der Geschmack des modernen Westens kommt in der Türkei an. Auf ihren Internetseiten machen sich die Konzerne gegen rauchende Jugendliche stark. Doch in der Türkei setzen sie von Anfang an auf die Jugend.
In öffentlich zugänglichen Dokumenten der Firma Philip Morris findet sich eine Untersuchung über die Wirkung von Tabakwerbung auf 7- bis 15-Jährige. Nicht ohne Grund. Mehr als die Hälfte der Raucher in der Türkei geben an, im Kindesalter von 12 Jahren oder jünger erstmals zu Zigarette gegriffen zu haben. Wenn man so zusammensitzt, dann macht es schon etwas her, wenn man eine Marlboro-Schachtel aus der Tasche zieht. Andere Marken sind natürlich auch nicht schlecht. Aber am meisten beeindruckt doch so eine Marlboro-Packung. Die Strategie der Konzerne geht auf. Innerhalb von 10 Jahren steigt die Zahl der Raucher in der Türkei um 52%. Die zweithöchste Steigerungsrate der Welt. Tülin Baysal begann als Oberschülerin mit dem Rauchen. Heute, 30 Jahre später, hat sie schweren Lungenkrebs. Die Chemotherapie macht der Kosmetikerin zu schaffen. Ich muss dauernd erbrechen, klagt sie ihrem Arzt. Noch ist ungewiss, ob sie den Krebs besiegen kann. Die Lungenärzte warnen vor den Folgen des explosiven Zigarettenverbrauchs der vergangenen 20 Jahre. Sie rechnen mit einer Krebsepidemie in der Türkei. Das Krebsrisiko von Männern und Frauen ist in der Türkei mittlerweile gleich groß. Wir beobachten sogar eine größere Anfälligkeit von Frauen. Das staatliche Gesundheitssystem ist auf eine solche Krebslawine nicht vorbereitet. Auch die Prävention funktioniert nicht. Es gibt zwar inzwischen eine Menge Einschränkungen für den Tabakkonsum, bloß kümmert sich niemand um deren Einhaltung. Vor 6 Monaten war die Welt der Familie Baysal noch in Ordnung. Tülin Baysal war eine erfolgreiche und äußerlich gesunde Geschäftsfrau. Als sie in dem Alter ihrer Tochter war, so erinnert sie sich, kamen die ausländischen Zigaretten unter jungen Türkinnen in Mode. An der Universität rauchten fast alle. Natürlich nur die ausländischen Marken. Parliament, Pall Mall und wie sie alle hießen. Ich bin wütend. In diesen Zigaretten sind doch eine Menge Zusatzstoffe, die Krebs verursachen können. Das veröffentlichen die bloß nicht, weil es die Raucher abschrecken würde. Obwohl die Wirkungen der Zusatzstoffe umstritten sind, rauchen immer mehr Türken. Aber immer weniger türkischen Tabak. Dabei liegt der durchschnittliche Nikotingehalt des türkischen Oriental-Tabaks 1/3 unter dem einer Zigarette der Marken Camel oder West. Die American Blend-Konzerne halten die Preise für ihre Marken bewusst nahe an der staatlichen Konkurrenz. Schon für 1,20 Euro ist eine Packung American Blend zu haben. Trotz Wirtschaftskrise für viele Türken erschwinglich. Die drohende ausländische Übernahme des türkischen Tabakmarktes ist auch unter den Verbrauchern umstritten. Die Raucher streiten über Geschmack, Politik und Gesundheit. Es ist nun mal so, dass die sich besser verkaufen als deine Tekkel-Zigaretten. Mag ja sein, aber die Marlboros haben gefährliche Zusatzstoffe und die bekommen wir überhaupt nicht. Warum soll ich türkische rauchen? Mir gefällt dieser Geschmack am besten. Ich rauche jeden Tag eine Packung. Unser Tabak- und Alkoholkonsum geht die Amerikaner doch nichts an. Denen geht es doch nur ums Geschäft. Auch ein strenges Tabakwerbeverbot kann den Siegeszug der Multis in der Türkei nicht stoppen. Ihre Lieferwagen dürfen seit 1997 nur das Firmenlogo tragen. Vergeblich hatten die Konzerne versucht, das Gesetz durch aggressive Lobbyarbeit zu bekämpfen. Ziel der Aktion? Die Einschränkungen für Raucher und das Werbeverbot verhindern. Doch den Konzernen gelingt es auch ohne Werbung, ihren Marktanteil in der Türkei weiter zu steigern. Sie verlegen sich auf das Sponsern von Kulturveranstaltungen und organisieren Abenteuerspiele wie die jährlichen nationalen Ausscheidungen zur Camel Trophy. Auch etliche antike Ausgrabungen in der Türkei werden von den Tabakkonzernen bezahlt. Journalisten haben Gelegenheit, sich davon auf ausgedehnten Pressereisen zu überzeugen.
Der türkische Tabak verliert weiter Marktanteile. Der Absatz der Bauern hat sich in den letzten 5 Jahren halbiert. Während der Tabakanbau im Südosten praktisch tot ist, halten in den Dörfern an der Ägäis die Bauern noch aus. Abgesandte privater Tabakhändler kommen zu Besuch, um die Proben der diesjährigen Oriental-Ernte mitzunehmen. Aber auch diese Bauern wissen, die Zeiten des Turkish Blend sind vorüber. Umgerechnet 3 Euro pro Kilo werden diesen Bauern versprochen. Dafür lässt sich, Absurdität des globalen Marktes, auch ein Kilo Burley-Tabak aus Südamerika nach Izmir verschiffen. Die Regierung in Ankara hält dennoch unverändert an ihren Privatisierungsplänen fest. Um weiter kreditwürdig zu bleiben, sei der Staat auf den Verkauf von Tekel angewiesen, heißt es. Gesundheitspolitische Erwägungen hätten bei der Entscheidung keine Rolle gespielt. Für Gesundheitsfragen sind wir nicht zuständig. Mit solchen Fragen befasst sich in der Türkei eine Tabakbehörde. Die machen die Regeln. Im Augenblick befassen sie sich mit den EU-Tabakgesetzen. Wir werden immer einen Markt für unseren Tabak finden, im Inland wie im Ausland. Es wird immer eine große Nachfrage nach türkischem Tabak geben. Doch nicht den Bauern, sondern den Tabakkonzernen gilt derzeit die Fürsorge der Regierung. Ministerpräsident Tayyip Erdogan persönlich erschien Anfang September zur Grundsteinlegung der geplanten Formel-1-Rennstrecke bei Istanbul. Die Werbung auf Rennwagen und Anzügen ist für die Zigarettenmultis ein Riesengeschäft. Zwar hat die türkische Regierung angekündigt, dass das Tabakwerbeverbot auch für die Formel 1 gelten würde, doch selbst ein Land wie Kanada hat sich dem Druck der Formel 1-Lobby gebeugt und Tabakreklame ausnahmsweise während der Rennen erlaubt. Pressekonferenz mehrerer Bürgerinitiativen gegen die Formel 1-Pläne der Regierung. Mit dabei die Kinderärztin Elif Dahle, seit vielen Jahren Sprecherin der türkischen Anti-Tabak-Aktivisten. In ihrer Praxis behandelt die Fachärztin für Lungenkrankheiten Kinder, die an den Folgen des Passivrauchens leiden. Sie warnt vor der Privatisierung des Staatskonzerns Tekel. Staatsbetriebe arbeiten selten effizient. Aber das ist beim Tabak gerade gut. Wir wollen nicht, dass der Effizienz Menschen zum Opfer fallen. Ein staatliches Tabakmonopol, das nicht auf Gewinnsteigerung beruht, so wie bei den multinationalen Konzernen, ist aus unserer Sicht vorzuziehen. Die multinationale Tabakindustrie kennt keine Nation, kein Heimatland. Die fühlen sich nicht gebunden an nationale Traditionen und Gesetze und kennen keine Verantwortung für die Gesundheit eines Volkes. Nach wochenlangem Warten bekommen wir endlich einen Termin bei einem der großen multinationalen Tabakkonzerne in der Türkei. British American Tobacco lädt uns in die gerade erst 1 Jahr alte Fabrik bei Izmir zur Besichtigung ein. Aus dem Stand hat der Neueinsteiger BAT 5% Marktanteil in der Türkei gewonnen. In der hochmodernen Fabrik drehen ganze 140 Mitarbeiter 25 Milliarden Zigaretten im Jahr. Effizienz, von der man im maroden Staatsbetrieb Tekel nur träumen kann. Wir wollen von den Managern Antworten auf die Kritik der türkischen Tabakbauern und Verbraucherschützer. Den Vorwurf, sie verhielten sich rücksichtslos gegenüber Tabakwirtschaft und Volksgesundheit in der Türkei, weisen sie zurück. Nice to meet you, Gunnar. Good, welcome. Thank you. Yeah. We had a great day. Wir versuchen nur diejenigen zu gewinnen, die bereits rauchen. Unsere Produkte und unsere Verpackungen sind das bessere Angebot für sie, sowohl im Preis-Leistungs-Verhältnis als auch im Geschmack. Die Maschinen sind nicht ausgelastet, sie können doppelt so viel Tabak verarbeiten. BAT und seine Konkurrenten planen, von der Türkei aus auch die Märkte weiter im Osten, vor allem in Mittelasien, zu erobern.
Neben dem Tabak aus Übersee stapeln sich in der BAT-Fabrik auch ein paar Ballen türkischer Oriental-Tabak für jene 10% Anteil, die eine American Blend-Zigarette braucht. Auf die Frage, warum American Blend-Zigaretten einen höheren Nikotingehalt hätten als Oriental-Tabak, kommt eine ausweichende Antwort. Nun, Tabakpflanzen unterscheiden sich in Größe, Aussehen und Nikotingehalt. Der Nikotingehalt kann sogar in den Blättern einer einzigen Pflanze variieren. Darum kann man nicht verallgemeinernd einen festen Nikotingehalt einer bestimmten Tabaksorte zuordnen. Auch BAT gehört zu den Bewerbern um Tecke. Dem Konzern könnte damit ein Sprung von 5% auf 60% Marktanteil gelingen. Der künftige Eigentümer von Tekel muss sich zwar verpflichten, die türkischen Zigaretten noch 3 Jahre weiterzuführen. Der türkische Bauernverband rechnet dennoch damit, dass von der Privatisierung des türkischen Tabaks über 2 Millionen Menschen betroffen sein werden. Jetzt werden die Ausländer bald die Tekel-Manufaktur gekauft haben. Und um ihren Markt nicht zu verlieren, werden sie nach und nach die Produktion der türkischen Tabakmarken zurückfahren. Machen wir uns doch nichts vor, denn gleichzeitig werden sie den Anteil ihrer eigenen Marken am Markt schrittweise, aber sehr zielgerichtet erhöhen. Wenn diese Art von Politik weitergeht, wird die Zahl der Tabakbauern immer weiter zurückgehen. Manche werden versuchen, etwas anderes anzubauen. Aber die meisten werden in Richtung Großstädte fliehen. Und genau das wird zu einer explosiven sozialen Situation führen. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Unzufriedenheit wächst und dieses Land wird eine sehr große Armut erleben. Je näher der Privatisierungstermin rückt, desto größer wird auch die Angst unter den 35.000 Angestellten von Tekel. Die allermeisten von ihnen werden von dem neuen Besitzer nicht gebraucht werden. In einer Tekel-Fabrik in Adıyaman stellt sich uns eine Gruppe verzweifelter Arbeiter in den Weg. Sie verdächtigen uns, im Auftrag eines ausländischen Investors gekommen zu sein. Ihr seid doch nicht wegen eines Dokumentarfilmes hier. Wenn die uns unser Brot nehmen, dann ist das eine Bankrotterklärung unserer Regierung, sonst nichts. Dann haben die jede Menschlichkeit verloren, das ist alles. Vielen Dank. Ich will noch etwas sagen. Die ausländischen Firmen werden sich über unseren Mut noch wundern. Die kommen nur über unsere Leichen hierher. Die müssen uns schon töten, wenn sie das hier übernehmen wollen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ein Amateurvideo vom April dieses Jahres. Ein junger Tabakbauer in Adıyaman überschüttet sich mit Benzin und zündet sich an. Er überlebt seinen Protest gegen die Regierungspläne schwer verletzt. Die türkischen Gewerkschaften haben einen Herbst der Demonstrationen gegen die Privatisierungen angekündigt. Von dem Widerstand der Betroffenen zeigen sich die Zigarettenmanager jedoch unbeeindruckt. Der Verbrauchertrend bewegt sich nun mal weg von diesen traditionellen Oriental-Zigaretten. Und wir müssen diese Wachstumschancen innerhalb des Marktes aufgreifen. In diesem Wachstumsmarkt ist für Osman Işık Bulanoğlu künftig kein Platz mehr. Gebratene Auberginen mit Brot zum Mittagessen und die Töchter werden die Schule wohl nicht weiter besuchen. Das Geld reicht nicht. Es reicht nicht einmal mehr für die Gesundheit. Sehen Sie hier meinen geschwollenen Fuß? Ich bin in einen rostigen Nagel getreten. Für Medikamente verlangten sie im Krankenhaus 30 Euro von mir. Ich sagte, ich hätte kein Geld. Die staatliche Krankenkasse wollte es nicht zahlen. In der Südosttürkei werden über 100.000 Tabakbauern in den nächsten Monaten aufgeben müssen. Die ersten Familien haben das Dorf Esentepe schon verlassen. Der einzige Krämerladen hat dicht gemacht, die Häuser der Weggezogenen verfallen. Auf den kargen Böden der Kurdenregion gedeiht kaum etwas anderes als Tabak. Die von der Regierung versprochenen Bewässerungskanäle kommen nicht. Im Schatten der Gräber ihrer Vorfahren pflücken die Menschen von Esentepe die letzte Tabakernte.
Nirgendwo in Europa wird so viel geraucht wie in der Türkei und so wenig dagegen getan. Und für die türkischen Tabakbauern gibt es kaum noch Hoffnung. Der globale Markt hat gegen sie entschieden. Thank you.